Meine Nahtoderfahrung ereignete sich beim Endturnier des Motorradrennens in Atlanta, Georgia. Und ich glaube zu 100%, dass der Grund für meinen erneuten Unfall im März 2010 darin liegt, dass ich die Erfahrung von damals nicht mit anderen geteilt habe. Gott ließ es zu, dass es mir als Weckruf widerfuhr. Ich habe nicht nur viele Informationen gewonnen, sondern auch meine Lebenseinstellung stark verändert. Auf der Rennstrecke kam ich in meiner Klassifizierung unter die Top 3. Ich stand in der ersten Reihe des Motorradrennens und wollte gerade einen steilen Abhang hinunterfahren. Doch was ich nicht wusste war, dass ein Mitstreiter in der Einfahrt zur Kurve 3 eine riesige Ölspur hinterlassen hatte, weil seine Kupplung geplatzt war. In der zweiten Runde des Rennens stürzten dort so viele Fahrer, dass ich dachte, das Rennen würde abgebrochen werden. Aber das wurde es nicht. Die Verlangsamung machte es für mich notwendig, schneller zu fahren, um Zeit aufzuholen. Ich wusste, wenn ich die führenden Fahrer vor der langen Gerade einholen wollte, musste ich diesen Kerl komplett überholen, bevor die Ölpest in Kurve 3 begann. Ich schaffte es nicht, weil mein Hinterreifen auf das Öl traf, ich zu Boden ging und dann das Bewusstsein verlor. Ich kam zu mir, als ich in einer Wolke aus rotem Lehmstaub aus Georgia zum Stehen kam. Das Visier meines Helms war an der linken Seite aus der Halterung gerissen. Meine Augen waren voller Staub. Ich spürte, dass etwas Schweres auf mir lag. Ich sah mein Motorrad und am Rand der Strecke sah ich etwas Blaues auf dem Boden liegen. Etwas Blaues, das sehr wie mein Bein in der Hose meiner Lederhose aussah. Ich fühlte etwas sehr Heißes in meinem Beckenbereich und dachte, das blaue Ding sei mein Bein, woraufhin ich in Panik geriet. Ich dachte, dass ich durch das heiße Gefühl Blut verlor, weil die Hauptschlagader durchtrennt worden war. Zwei Arbeiter kamen herbeigeeilt und fragten, ob es mir gut ginge. Ich schrie, nein, es geht mir nicht gut. Ich begann ihnen zu sagen, was sie tun sollten. Dann wurden beide ohnmächtig. Ich holte ein paar Mal tief Luft, um mich zu beruhigen. Mir wurde klar, dass ich mir den linken Unterarm schwer gebrochen haben musste. Ich bemerkte, dass das Motorrad des anderen Kerls auf mir lag. Als ich besser sehen konnte und wieder bei Bewusstsein war, stellte ich erleichtert fest, dass das blaue Ding, das am Rand der Gleise lag, nicht mein Bein war. Ich versuchte, das Motorrad von mir herunterzuziehen, aber mein Bein war zwischen den Gabeln eingeklemmt und vor lauter Schmerz wurde ich ohnmächtig. Nachdem ich eine Zeit lang das Bewusstsein verloren hatte, hörte ich die Alarme der Maschinen, an die mein Körper angeschlossen war. Plötzlich spürte ich keinen Schmerz mehr. Ich schwebte an der Decke meines Zimmers und schaute auf mich selbst herab. Vicky kam ins Zimmer gerannt, gefolgt von drei weiteren Krankenschwestern. Vicky warf einen Blick auf die Monitore und gab Anweisungen. Julie, hol mir den diensthabenden Spezialisten, so schnell wie möglich. Und eine der Krankenschwestern rannte los. Ich schaute hinter mich und nach oben und sah etwas, das aussah wie eine Autobahn voller Autos mit eingeschalteten Lichtern. Als ich näher kam, sah ich menschliche Gestalten, die alle etwas hatten, das aussah wie ein Licht, das aus ihrem Nabelbereich leuchtete. Die Autobahn, auf der sie fuhren, führte zu etwas, das wie ein sehr helles Portal aussah. Ich spürte, dass ich mich zu ihnen gesellen musste und sofort war ich bei ihnen. Wir unterhielten uns per Telepathie. Ich dachte eine Frage auf Afrikaans oder Englisch und bekam eine Antwort in der Sprache, in der ich die Frage gestellt hatte. Zuerst dachte ich mir nicht viel dabei, weil die meisten Leute ein bisschen Englisch verstehen. Aber was mich stutzig machte, war, dass man normalerweise mit dem Finger auf etwas zeigt, etwas zeichnet und ein bisschen die Arme schwingt. Aber hier gab es nichts davon. In meiner Gruppe waren viele Religionen vertreten. Ein Katholik, ein Baptist, ein Muslim, ein Atheist, ein Jude, ein Buddhist, ein Hindu und ein paar Stammesangehörige und ich. Ich fragte sie alle, welche Sprache hörst du? Sie antworteten alle, meine Sprache. Dann wechselte ich zu Afrikaans und wiederholte die Frage auf Afrikaans.
Diesmal antworteten sie auf Afrikaans. Als ich sie fragte, in welcher Sprache sie geantwortet haben, antworteten sie wieder alle. In meiner Sprache. Was ich lustig finde, ist, dass ich weder sehr gutes Afrikaans spreche, noch spreche ich richtiges Englisch. Aber ihre Antworten waren auf dem gleichen Niveau, das ich benutze, wenn ich beide Sprachen spreche. Als nächstes fragte ich, weiß einer von euch, wohin wir gehen? Sie zeigten alle auf das helle Portal. Einer von ihnen sagte, wir gehen ins Fegefeuer. Ich fragte, was werden wir tun, wenn wir dort ankommen? Und jemand sagte, dort werden wir jede Entscheidung, die wir auf der Erde getroffen haben, überprüfen und sehen, wie sich diese Entscheidungen auf Gottes Pläne ausgewirkt haben und wie sie die Entscheidungen anderer Menschen beeinflusst haben. Ich erwiderte, das wird Jahre dauern. Und er antwortete, Zeit gibt es nur auf der Erde. Wir fuhren noch eine Weile weiter, bis ich das dringende Bedürfnis verspürte, auszutreten. Ja, es gab eine Ausfahrt vor einer Autobahn, die wie ein Rastplatz aussah, und ich spürte, dass ich sie nehmen musste. Die Gegend, in der ich mich befand, war sehr dunkel. Es war so dunkel, dass ich meine Beine unterhalb der Knie nicht mehr sehen konnte. Ich sah auf und erblickte einen sehr breiten, schnell fließenden und tiefen Fluss. Auf der anderen Seite des Flusses sah ich den schönsten Ort. Für mich sah er aus wie ein gut gepflegter Park. Er war viel schöner als das, was ich als Kind auf den Campingplätzen des Krüger Nationalparks gesehen hatte. Zu meiner Überraschung sah ich meine Großmutter, die ein oder zwei Jahre bevor ich im Juni 83 in die USA auswanderte, die damals gestorben war. Ich machte mich auf den Weg in den Fluss, um zu versuchen, zu ihr zu gelangen. Und wie stark die Strömung war, merkte ich daran, dass ich fast den Halt verlor, bevor der Wasserstand meine Beine bis zur Taille erreicht hatte. Meine Großmutter sah mich, winkte mir aber nur mit einem Arm zu, dass ich weggehen sollte. Ich sah meinen Vater ungefähr zur gleichen Zeit wie er mich. Aber auch er war im Dezember 83 bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Mein Vater war damit beschäftigt, mit meinem Hund Nicky zu spielen, der in den späten 70er Jahren gestorben war. Er hielt sich aus dieser Entfernung beide Hände vor den Mund und schrie mich mit der Stimme eines Hauptfeldwebels an. »Geh zurück! Wir sind noch nicht bereit für dich!« Ich drehte mich um und fing an zu weinen, als ich aus dem Fluss zurückging. Ich konnte nicht auf dieser Autobahn in dieselbe Richtung zurückfahren, in die ich gegangen war. Die einzige Straße, die ich finden konnte, führte zurück auf die Erde. Der große Unterschied zwischen dieser Straße und der, auf der ich war, war, dass auf dieser Straße viel mehr kleine Seelen waren. Ich fragte, warum das so ist, und jemand antwortete mir: Wir sind klein, weil wir klein sein müssen, weil wir alle in Babykörper kommen. Einige sind kleiner, weil sie sich in der Testphase befinden, um den Körper, die Familie und die Kultur zu finden, in der sie sich am wohlsten fühlen, um dort zu bleiben und ihre Aufgaben zu erfüllen, die sie mit Gott und dem Heiligen Geist vereinbart haben. Ich habe sie gebeten, mir zu erklären, wie das funktioniert. Wenn die Eizelle in der Gebärmutter der Frau befruchtet wird, wird ihr eine Seele zugewiesen. Diese Seele kann kommen und gehen, wie sie will, und zwar über die Atmung der Frau, mit der die Seele schließlich in den von ihr gewählten Körper eintritt. Mit der Führung und Hilfe von Gott und dem Heiligen Geist betritt sie den Körper des Babys mit den ersten Atemzügen nach der Geburt. Wenn dieser Körper stirbt, verlässt die Seele den Körper mit dem letzten Atemzug, den dieser Körper ausatmet. Und plötzlich war ich wieder in meinem Zimmer und hing an der Decke. Ich sah ihnen zu, wie sie fieberhaft an meinem Körper arbeiteten. Ich sah ihnen mehrmals zu, wie mein Körper durch den Schock, den er von den Paddeln bekam, zuckte. Er zuckte, während sie versuchten, mein Herz wieder in Gang zu bringen. Wie lange ich weg war, weiß ich nicht. Ich beschloss, wieder in meinen Körper zu gehen, und sofort waren die Schmerzen wieder da.
Später kam Vicky mit Julie herein und fragte, wie es mir ginge. Sie sagte, sie würde mich gerne meiner neuen Nachtschwester vorstellen. Ich antwortete ihr, dass es mir gut ginge. Es täte nur sehr weh. Dann fragte ich, du willst mich Julie vorstellen? Beiden fiel die Kinnlade runter, glaube ich. Vicky sagte, woher kennst du ihren Namen? Daraufhin sagte Julie, ich trage kein Namensschild und ich habe dich nur gesehen, als du auf dem Bauch lagst. Ich erzählte ihnen, was passiert war. Bis zu meinem letzten Unfall im Jahr 2010 habe ich meine Erfahrungen mit sehr wenigen Menschen geteilt. Nachdem ich aus einem dreimonatigen Koma erwacht war, hatte ich das Gefühl, dass ich diese Erfahrung aus dem Jahr 1990 teilen musste.